Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich glaube, in diesem Video wird höchstwahrscheinlich nur Liza und ich zu sehen sein. Wir sind gerade auf dem Sprung, weil heute wollte ich ein bisschen shoppen gehen. Auch eine Waschmaschine und Klamotten für Liza und für Louis und vielleicht auch für mich. Ja, unsere Waschmaschine ist im Eimer, sie ist kaputt. Die Trommel ist abgerissen. Toll! Ja, jetzt muss ich auf schnellstem Wege irgendwie eine Waschmaschine organisieren. Wird ein bisschen eine Herausforderung, weil worauf muss ich achten? Keine Ahnung, Energieverbrauch und so. Jedenfalls habe ich gar keine Klamotten mehr. Und was noch besser ist, die Heizung ist ausgefallen. Wir haben also auch seit 2 Tagen kein warmes Wasser mehr. Und ja, so sehen auch meine Haare aus. Ich habe ja jetzt hier Tape-Ins. Und die darf ich nur waschen, wenn ich in der Dusche bin. Und bei diesem kalten Wetter gehe ich nicht in die Dusche. Deswegen habe ich jetzt meine Haare auch seit 2 Tagen nicht gewaschen. Naja, könnte mich besser fühlen, sagen wir mal so. Aber egal, heute ist Shoppingtag und ich nehme euch mit. Und ja, wir sind wie gesagt auf dem Sprung. Es ist schon wieder total spät. Ich muss ja den Louis auch nachher wieder abholen. Schnell die Sachen zusammenpacken für Liza, falls sie Hunger bekommt zwischendurch. Ich habe auch schon die Jacke an, damit ich mich selber so ein bisschen unter Druck setze, schneller zu sein. Oh. Ah, das ist heißes Wasser. Das fülle ich jetzt hier ab. So. Ich habe hier so 2 Flaschen, die habe ich bestellt. Kann ich vielleicht in die Infobox verlinken, weil die sind richtig gut. Das Einzige, die sind wirklich teuer, aber die sind sehr gut, weil die halten das Wasser sehr, sehr lange warm. Und hier kommt dann kaltes Wasser rein. Ich hätte gerne eine andere Farbe gehabt, aber war leider nicht mehr da. Rosa ist immer gut. Dann ein bisschen Milch, das haben wir. Ich nehme mal sicherheitshalber 2 mit, falls mal was runterfällt oder so. Und viele, wollte ich noch mal kurz erwähnen, haben auch sich den Geburtsbericht gewünscht. Der kommt auf jeden Fall. Nur jetzt ist das so ein bisschen, außerdem plane ich meine Videos ja eigentlich auch voraus. So ein bisschen, dass ich so ungefähr einen Plan habe. Und der Geburtsbericht ist jetzt für nächste Woche geplant. Und darauf die Woche dann wahrscheinlich die Story von der Atemnot. Ein Sicherheitsschnulli, falls einer runterfällt. Und dann können wir gehen, ne? Haben wir alles? Ja, okay. Übrigens, wir haben gleich 12 Uhr und... Mein Frühstück ist noch unberührt. Kann so nicht weitergehen. So, wir sind angekommen. Endlich. Jetzt heißt es natürlich erstmal Waschmaschine kaufen. Also das ist der Teil, der jetzt nicht so viel Spaß macht. Ich habe mich, glaube ich, schon für eine entschieden. Der guckt jetzt, wie lange das dauert mit der Lieferung. So, wie ihr seht, unsere Heizung geht wieder. Ich habe gerade meine Haare gewaschen. Ich hatte die gestern Abend schon gewaschen, aber ich war so müde, dass ich keine Kur mehr reinmachen konnte. Und dann sind die am nächsten Tag, liegen die einfach nicht so, dass ich mich wohlfühle. Jetzt muss ich sie nochmal waschen. Ich habe heute auch die kleine Maus gebadet. Macht sie sehr gerne. Funktioniert auch sehr gut hier mit diesem Teil. Kann ich euch ja mal in der Infobox verlinken, wenn ich das irgendwie finde. Ist auf jeden Fall so ein ganzes Gestell an einer Badewanne. Hier drunter ist das Ding so, wirklich sehr praktisch und sie mag es, wie gesagt, sehr gerne. Sie schläft auch noch, sie wird jetzt langsam wach. Da in ihrem Stubenwagen. In ihrem Stubenwagen, da schläft die wirklich besonders gerne und in ihrem Nestchen. Ich muss den Louis jetzt gleich abholen. Schon. Und in der Zeit muss ich auch gleich schnell noch meine Haare waschen, Haare föhnen. Das war nämlich gestern genauso. Ich hatte ja nur 2 Stunden Zeit zum Shoppen. Und also weil ich unbedingt Klamotten für Louis holen musste. Und ich wollte für mich auch mal gucken.
Und für Liza wollte ich eigentlich auch mal gucken, aber die hatten, ich war nämlich nur bei Zara und da hatten die nicht so viel für Babys. Und ja, das zeige ich euch gleich. Ich habe alles einfach eingepackt, was mir gefallen hat. Und dann werde ich das gleich mit euch zusammen anziehen. Also meine Sachen und die ich für Louis gekauft habe, zeige ich euch gleich auch, weil die sind wirklich richtig cool. Für Louis auf jeden Fall gefällt ihm auch alles, habe ich alles schon gezeigt. Ich hätte das auch in einen Karton gepackt, um ihn zu überraschen, weil er sagt immer, du kriegst so viele Kartons zugeschickt und nie ist was für mich dabei. Und dann habe ich ihm die Sachen, die ich gestern gekauft habe, in einen Karton gepackt und habe gesagt, Louis, für dich ist ein Paket gekommen. Hat er sich mega gefreut. So, und jetzt kommen wir zu unserem Kinderwagen. Für alle Mamas da draußen und die mir Fragen gestellt haben auf Instagram, jetzt zeige ich euch mal den Kinderwagen im Detail, den wir uns ausgesucht haben. Weil, also mir war der Kinderwagen wirklich sehr wichtig. Der Kinderwagen, den ich bei Louis hatte, da war ich nämlich überhaupt nicht mit zufrieden und der war wirklich super teuer. Deswegen habe ich jetzt auf viele Sachen geachtet, die der Kinderwagen hat. Außerdem ist er wesentlich günstiger und die der erste nicht hatte. Also da sind so viele Sachen, die mir wirklich sehr, sehr wichtig waren und die zeige ich euch jetzt, ja. Ich habe ihn extra hochgebracht, weil normalerweise steht er unten. Wir gehen ja jeden Tag spazieren. Das gehört schon zu unserem Ritual. Das ist das gute Stück. Ich habe den zugeschickt bekommen von My Junior. Mich sehr gefreut, als sie auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich nicht mal den Kinderwagen ausprobieren möchte. Also ich habe mich für dieses Modell entschieden. Die haben auf der Website, die verlinke ich euch mal unten in der Infobox, wirklich eine riesen Auswahl an Variationsmöglichkeiten. Also ich habe das Gestell jetzt zum Beispiel in Silber, das gibt es aber auch in Schwarz und dann gibt es auch mit einem braunen Griff, fand ich auch sehr schön. Was mir sehr wichtig war, ist, dass er hell ist. Ich hatte nämlich bei Louis einen ganz dunklen und ja, sehr wendig, wie ihr seht. Also man kann ihn wirklich richtig gut fahren. Sehr sportlich. Und was auch super ist, man kann das hier hochstellen, sodass die Babys so ein bisschen mit dem Oberkörper so ein bisschen schräg sitzen oder liegen, besser gesagt. Ihr könnt zum Beispiel auch diesen Griff hier hochstellen. Da müsst ihr hier auf diesen Knopf drücken auf beiden Seiten. Dann könnt ihr das ein bisschen höher stellen. Also Alex stellt den auch mal ein bisschen höher, weil er natürlich ein bisschen größer ist als ich. Und diese Feststellbremse hier ist auch ein super Vorteil an diesem Wagen, wenn man das ganz leicht feststellen kann. Na, dann ist er fest, rollt nirgendwo mal hin und ganz leicht kann man den wieder lösen. Ich mit meinen nassen Haaren. Naja, was mir aber auch sehr wichtig war, ist dieses Fach hier unten. Super wichtig. Also wir gehen ja wirklich sehr oft spazieren und dann macht man auch mal so kleine Besorgungen, einen kleinen Einkauf und so. Und das war mir sehr wichtig, dass da viel reinpasst und dass es sehr praktisch ist. Also ihr könnt das hier einfach so mit einem Reißverschluss zumachen und wieder hochmachen. Und da passt wirklich sehr, sehr viel rein. Den Wagen, den wir nämlich vorher hatten, der hatte hier vorne, also da unten nur so ein kleines Fach mit so einem Sack. Und das war so unpraktisch und ich habe mich jedes Mal darüber aufgeregt. Naja, was mir natürlich auch sehr wichtig war, dass er leicht zum Zusammenbauen ist und leicht zum Wiederaufbauen, was schnell geht. Ich blende euch das mal ein, wie einfach das geht. Ihr könnt hier oben das Ding, wo das Baby drin liegt, ganz leicht abmachen. Manche, die mich kennen, die wissen es vielleicht. Also wie gesagt, wir gehen morgens gerne spazieren und dann hole ich mir unterwegs immer einen Kaffee to go. Und hier stelle ich den dann rein. Man kann natürlich auch die Flasche da reinstellen oder was weiß ich. So, kommen wir zu den Sachen, die ich gekauft habe. Erstmal für die Kinder, die zeige ich euch zuerst. Ich habe nämlich gestern noch was besorgt für Louis und Liza, weil mir doch so einige Sachen noch gefehlt haben. Und dann zeige ich euch die Sachen, die ich für mich ausgesucht habe. Die liegen da jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ich hoffe, also, ja, ich guck mal, ob sie mir noch gefallen. Das ist ja ein bisschen Hormon, so eine Sache. Ich habe auch so ein paar Stiefel gekauft. Ich glaube, die schicke ich, oh, die schicke ich auf jeden Fall zurück. Ach, schicke ich zurück. Ich bin auch noch nicht ganz da. Tausche ich auf jeden Fall um. Okay, also, fangen wir mit den Sachen für Liza an. So, das habe ich bei Zara gekauft. Sehr süßes Jäckchen, sehr schön warm. Ich muss übrigens gleich meine Nägel machen, nicht wundern. Und eine Mütze noch dazu, fand ich sehr schön. Genau, das war das, was die bei Zara hatten. Mehr hatten sie auch nicht. Oh, guck mal, wie süß.
Und dann brauchte ich ganz dringend noch Strümpfe und Strumpfhosen, also so Sachen, die man da drunter zieht. Die habe ich jetzt bei Family entdeckt. Das ist eine ganz dicke Strumpfhose. Ich weiß nicht, wie die von den Größen her sind. Dann eine Süße hier mit so Rüschen und auch so ein paar Söckchen mit Rüschen, die man vielleicht auch über die Strumpfhose ziehen kann. Dann noch diese schönen süßen Rasselsöckchen. Ein kleines süßes beiges Kleid und einen Schlafanzug mit Herzchen und auf der Rückseite eine Maus. Mega süß. Und jetzt für Louis. Für Louis kaufe ich auch immer Sachen, die so untereinander immer gut zu kombinieren sind. Also zum Beispiel einmal den Pulli. Ja, die tue ich mal weg. Den Pulli mit der Jeanshose. Oh, das ist auch noch von Liza. So eine graue. Ich sag mal Anzugshose, so eine bisschen schickere Hose. Die hat auf jeden Fall, sieht die genauso aus, wie der Alex auch hat. Und mit ein paar Sneakern und so finde ich den Style ziemlich cool. Zu der Jeans passt natürlich alles. Aber dann habe ich noch hier diesen. Und dann noch einen etwas dickeren Pulli und ein T-Shirt mit Wechselbild. Das findet er mega. Das kann man einmal in Silber und einmal in Rot machen. Als ich bei Family war, habe ich auch diese rote Weste gekauft. Und jetzt kommen wir endlich zu den Sachen, die ich mir gekauft habe. Also eine Bluse auf jeden Fall, die hatte ich schon an, die ist schon voll gespuckt. Die muss ich auf jeden Fall behalten. Die finde ich aber gar nicht so schlecht. Ich ziehe es jetzt einfach mal an und dann könnt ihr das auch sehen. Und dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ich behalten soll und was nicht. Und was total doof aussieht. Einmal Pullover Nummer 1, ein super großer, überdimensionaler Hoodie. Sehr gemütlich, aber so ein bisschen kürzer als normalerweise. Und den kann man auch hier unten zusammenbinden. Ich hatte mir den zu einer anderen Hose vorgestellt. Ich weiß aber nicht, ob das ein bisschen. Ich zeige euch mal die Hose, die ich meine. Diese Hose dazu. Ich ziehe die einfach mal an. Und was sagt ihr? Ist das zu crazy? Ich mag diesen Leo-Style im Moment total. Ich weiß aber auch, dass Alex das ganz schrecklich findet. Nur ist mir das ja egal. Ich muss mich ja wohlfühlen. Mit ein paar Sneaker, weiße Sneaker, ist das ganz schön so für den Alltag, oder? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so denkt. Da liegt übrigens, ich muss gleich erstmal aufräumen, aber die Jacke, die habe ich auch geholt, die zeige ich euch auch gleich. Ja, diese Hose hier ist ein bisschen verknüttelt, weil ich die schon in die Wäsche geschmissen habe. Und ihr wisst ja, unsere Maschine ist kaputt. Gleich kommt übrigens jemand, der die Maschine installieren wird. Jetzt muss ich den ganzen Samstag hier zu Hause verbringen, das ist super geil. Naja, jedenfalls, die werde ich auf jeden Fall behalten und auch müssen, weil die schon schmutzig ist. Hier ist ein bisschen Spucke drauf gekommen. Also, aber auch eine ganz chillige Bluse, ein bisschen länger, finde ich ziemlich cool eigentlich. Und jetzt zeige ich euch mal die Jacke, weil das hatte ich so ein bisschen in Kombination im Kopf. Und zwar diese gemütliche Fell-Teddy-Jacke. Teddy-Fell-Jacke. Die finde ich eigentlich ziemlich schön. Auch so ein bisschen Retro auf Retro gemacht, weil die Knöpfe so ein bisschen altbacken aussehen. Seht ihr? Ist auch ein Ersatzknopf dabei. Ich hatte die auch schon für ein Foto gebraucht und Schild ist auch schon ab. Also die werde ich auch auf jeden Fall behalten. Aber ich finde die ziemlich cool, oder? Was meint ihr? Tja, und dann haben wir noch diese Overknees, die eigentlich ein bisschen höher gehen. Klappt jetzt nicht mit der Jeans, passt nicht. Aber die haben einen sehr schönen Absatz. Die sind nicht zu hoch. Also jetzt so nicht, oder? Mit dem Outfit. Ich weiß nicht. Ich bin mir unsicher. Wenn ich mir unsicher bin, dann mache ich das eigentlich immer so, dass ich es zurückgebe. Ja, und das war auch schon alles, ihr Lieben, von meinem kleinen Fashion Haul. Es geht so langsam wieder los. Ich habe wieder so ein bisschen, also so langsam kriege ich immer mehr Lust, auch shoppen zu gehen und mir wieder Klamotten zu kaufen und meine alten Sachen wieder anzuziehen. Ich werde jetzt meine ganzen alten Wintersachen mal hochtragen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein Video gefallen hat. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wie immer. Und dass wir uns, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ach übrigens, auf Instagram hatte ich jetzt vor kurzem einen DM-Haul hochgeladen. Den speichere ich, glaube ich, mal in meinen Highlights ab. Dann könnt ihr da nochmal schauen. Ich hatte mir einen neuen Concealer gekauft. Und noch so ein paar andere Sachen, ein Kajal und so. Naja, guck mal auf Instagram vorbei. Bis dann.